Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitagabend, das Mikrofon steht mir ins Gesicht. In Kürze spielen wir The Land of Pain, Teil 2. Ja, und Wundi und der Andreas meinten hier zuletzt in Teil 1, stell doch bitte mal auf Deutsch um. Das dauert wohl. Ja, das dauert, bis die Musik wieder ankommt und es ist auch bereits auf Deutsch das Spiel. Ich denke mir, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, ja? Warum? Darauf komme ich definitiv noch zu sprechen. Immerhin ist mir aufgefallen, nein, ich habe noch nicht weitergespielt, aber ich habe ein bisschen reingespickt bei anderen Spielern. Ja, und hier ist nicht nur, ich komme ja gleich drauf zu sprechen, ich erst später. Nicht nur unten die Hinweise, sowie oben die Hinweise in der Leiste sind dann auch deutsch betitelt, sondern auch die Texte im Buch. Ja, und ihr wisst, zuletzt, ich bin hier am Abzettern gewesen, wirklich absolut geniale Atmosphäre hier in the Land of Pain. Alessandro hat jetzt in der Zwischenzeit auch schon einen ersten Patch rausgegeben und zu diesem Patch hat er auch versucht, die Abstürze ein bisschen zu minimieren bzw. minimal zu halten. Der Tipp war hier für Nvidia-Grafikkartenbesitzer, das sogenannte Shader Caching zu deaktivieren, was laut Plage, ja, dass der Björn hier bei uns im Forum auf forum.stranded-deep.net, wo wir auch das Land of Pain Forum drauf haben, der meinte, nee, das ist besser wohl hier so einzustellen, dass das pro Spiel deaktiviert wird. Ja. Und als ich hier am Blaffaseln war, hat mich auch schon das Vieh wieder entdeckt hier, ne? Ich denke mal, der Vorgang hier ist ja folgendermaßen einzuhalten. Erstens hier Licht aus. Ja, wisst ihr noch, hier ganz am Anfang, als wir hier die Laterne erhalten haben, ist ja auch der Hinweis gekommen, so, bei Licht bist du besser zu sehen, ja. Und ich denke, das Schleichen ist auch eine ganz wichtige Sache hier im Spiel. Und aber ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, dass wir dem Mistvieh irgendwie entkommen müssen. Ich werde das ein paar Mal probieren. Immer und immer wieder. So lang, bis ich einfach nicht mehr weiß, was ich tun soll. Oh Mann, komm. Wow. Ich meine, taucht er hier vor meinen Augen auf. Ja? Laufe ich hier einen ganzen halben Wald schon durch und Mann, du Mistvieh. Wo, wie funktioniert das Vieh eigentlich? So, durch einige von diesen Büschen kommt man hier erstmal nicht durch, ne? Hier aber wohl, obwohl die eigentlich alle irgendwie ähnlich aussehen. Dann kommt auch die Musik wieder so bedrohlich und ich denke mir so, Mann, ist das Vieh, wie nah ist das Vieh eigentlich? Kann echt. Nee, ich kann das Vieh irgendwie nicht erkennen. Oh Mann. Links, rechts. Ich höre nicht mehr auf zu laufen. Oh Mann, ich denke mal, hier sind wir schon gewesen, ne? Oh Mann. Oh Mann. Was ist hier zu tun?
Ich weiß nicht, woran mich das Vieh erkennt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Himmel. So, wir werden das erstmal beobachten hier. Aber ich denke, das bringt gar nichts, ne? Tatsächlich, ja, welche Überraschung, es hat wirklich nichts gebracht. Oh Mann, jetzt kommt hier schon ein bisschen hier die Frustration auf, ne? Ja, das tut es wohl. Oh Mann. Erstmal hier durchschnaufen. Ich weiß nicht, was gerade, wie das gerade geklappt hat. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat, aber ich weiß nicht, Mann, die Musik. Lass mich einer rein. Ich weiß nicht, wie das geklappt hat. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich weiß nur, ich bin hier im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Und es wurde auf jeden Fall gespeichert. Ich kann auch wieder Licht anmachen und komme bei keinen Türen rein. Ja, so viel ist mal klar, ne? Oh Mann, hier der Traktor, ne? Dieser Traktor, ja, ihr könnt das jetzt selbst lesen. Treibstoff im Tank. Ja, den Treibstoff aufzufangen. Oh, mich packt der Wahnsinn hier. Oh, ist das fürchterlich. Ich komme ja nicht mal in diese Hütte rein. Ja gut, also folgende Information vorab, wenn ich hier mitten im Video beginne am Rad zu drehen. Alles ist gut, das wird wieder. Ja, ihr hört dann auch wieder von mir. Oh, ein Boot. Ein Boot mit einem Motor. Ja, so. Wissen wir, wie das aussieht, ne? Hier wird Benzin gebraucht. Drüben ist Benzin zu holen. Oh Mann, und ich weiß absolut überhaupt so richtig gar nicht, wie wir hier an irgendetwas Brauchbares kommen sollten, mit dem sich das Benzin raus sammeln lässt. Oh Mann. Ich bin hier raufgelaufen, ich bin hier langgelaufen, hier von vorhin, ne? Das Scheiß, ne, Mistvieh, ne? Mistvieh hat mich hier schon ein bisschen verfolgt. Und wenn ich mir hier so angucke, wo wir hier uns befinden, und dass das Mistvieh eigentlich wieder zurückkommen könnte. Mann, oh Mann. Gut, ohne dies. Es wurde hier gespeichert vorhin, als wir hier in der Nähe des Traktors angekommen sind. Ja, aber ich weiß nicht, wohin wir müssen und ob nicht das Vieh wieder hier kommt. Mistvieh. So ein schwarzes Mistvieh. Ey, wenn ich könnte, ich würde dich weiß hier anmalen, ja?
Und ich will nicht auf den Weg gehen hier. Nee! Na! Wirklich, es ist aufregend, es ist frustrierend, es ist nervlich hier, unheimlich packend. Ich denke mal, das ist nicht gerade eine gute Idee hier durch die, ja, ich weiß, einen anderen, nee, ja. Ja. Und hier befinden wir uns auch schon an der Stelle, wo ich sag so, was macht man hier in einem Let's Play, wenn man hier mittendrin hängt und nicht weiterkommt? Hier so in der Aufnahme, ne? Mann. Tja, und wir düsen und sausen hier im 7-Meilen-Schritt. So. Ich bin jetzt hier einfach irgendwo abgebogen und am Ende stehen geblieben. Das Vieh ist plötzlich weg und wir haben ein Holzbrett. Wozu bitte sehr brauche ich hier ein Holzbrett? Hier ist es wohl nicht zu gebrauchen. Oh Mann. Das Mistvieh wartet auch wieder auf uns. Ich weiß das. Wo ist das Holzbrett einzusetzen? Warum brauche ich ein Holzbrett? Warum läuft mir das Vieh hinterher? So viele Sinnfragen. Ich drehe am Rad.
so erstmal kurz hier stehen bleiben, ne? Welche Möglichkeiten gibt es? Vorne hier, wo die Löcher sind, dort, wie heißt denn das? Was sind das hier? So ein Altarzeug mit so Steinen rum. Ich nehme nicht an, dass wir hier ein Holzbrett gebrauchen können. Aber ich muss das probieren. Es ist definitiv der nächste Weg, ja. Und dann kennen wir auch noch den Traktor bzw. das Boot. Ich nehme hier auch nicht mal an, dass wir mit einem Holzbrett den Benzin oder das Benzin aus dem Traktor saugen müssen. Aber wo? Wo passt hier dieses Holzbrett hinzu? Und wie viel kann ich hier noch laufen, ohne komplett hier wohl demnächst abzuspacken? Oh Mann, 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 Mann. Hier noch, ich weiß nicht, wie oft hier mit diesem Mistvieh rein, raus, rauf, runter, vor, zurück und ich mache hier gleich einen Herzkasper durchzuspielen. Nehme ich erstmal an. Lang genug davonlaufen, ohne hier vom Mistvieh Dings hier, ne? Mann, ich bin der Worte nicht mehr mächtig. Nee, wozu ist das Holzbrett? Nie das hier wirklich. Es ist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Muss ich hier zurück, wie eigentlich das schon mal bisher der Fall war. Aber wo eigentlich dann, ne? Bis hier auf das komische Tor, beziehungsweise den Baum mit dem Tor, gab es hier nicht wirklich. Was? Ach so, nee, ja, wohl. Weiß ich nicht. Wir probieren das aus. Wir sind hier auf jeden Fall. Na, wie sagt man hier? Ja, risikofreudig. Ja, das sind wir. Komm. Auch du hast mich ja noch lang nicht oft genug hier gejagt und auferlegt, ne? So wirklich, ey, du gehst mir schon so hier auf den. Oh Mann, wirklich. Komm hier in der Höhle, ja, da kannst du echt hier einen Abflug machen. Oh Mann. So. Ich probiere das einfach aus, hier direkt mal ein Holzdings dran zu machen. Es wird auch wieder gespeichert. Ich sag mal, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Nicht eher, weil ich sicher der Meinung bin, sondern wohl aus einem Wunschdenken heraus. Wir benutzen das Holzbrett. Jawoll! Mann! Wirklich hier, dieses Mistvieh ging mir hier schon so auf den Geist dermaßen, das gibt es nicht. Oh, Mann, 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 jawoll. Hier, so ein Mistvieh, sorry, wirklich. Mir reicht's. Oh, Mann.
Oh ja. Ach so, neuen Tagebucheintrag, ne? So. Ihr könnt jetzt mal die Pause-Taste anmachen und ich lese mir das durch, beziehungsweise werde das ein bisschen zusammenschneiden. Ja, das liest sich außerordentlich interessant. Es könnte noch Überlebende geben, wir dürfen uns aber nicht blecken lassen. Ich bin mir aber auch dann auch gar nicht so sicher. Wer hat denn das eigentlich geschrieben? Schreiben wir den Journal? Ich denke, ja. Es könnte aber auch jemand anders gewesen sein. Aber dann sage ich mal nie, das wäre eine Buchseite, ne? Ja, gut. Mann! Ich weiß, dass das fürchterliche Schreie gewesen sind. Und aufpassen tue ich hier auch die ganze Zeit. Untersuchen. No. Aber das ist auch so ein bedrohlicher Ton wieder hier. Oh. Hier die 9-mal klugen Anweisungen. Oh, ist gefährlich. Muss aufpassen, ne? Mann, ich habe hier fast nasse Hosen beim Spiel. Das gibt es doch nicht. Ja, 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 ja. Du kannst hier fiepen, ne? Das ist in Ordnung. Wollen wir hier runter? Wie sieht das denn aus? Erstmal gucken hier. Ach so. Oh, oh. Oh, es speichert. Ich denke nicht, dass das wirklich einladend ist. Wow. Ja, hier scheinen ein paar Optionen zu sein. Und ich frage mich eigentlich... Wow, wow, wow. Sind jetzt hier Viecher oder nicht? Ich frage mich hier eigentlich, wozu dient dieser Platz? Gut, das ist erstmal hier geschlossen. Also werden wir das Ganze hier drüben probieren. So, Vorsicht. Es speichert wieder. Und... das sah gerade eben kurz wie ein Gesicht aus. Oder die Hälfte von einem Gesicht. Nö, oh Mann. Ob sich hier drüber springen lässt. Jau, wunderbar. Ganz wichtig, hier der Björn auch von vorhin, von uns aus dem Forum, der hat das auf den Punkt gebracht. Das Springen findet statt, wenn ich hier die Taste, die Leertaste, die Springtaste loslasse, nicht wenn ich sie drücke. Ich drücke sie jetzt, halte sie gedrückt, es passiert nichts. Ich lasse die Leertaste los, meine Spielfigur sprengt. Das ist hier wichtig, speziell wenn es hier um, ich sag mal, ja,
doch hier Distanzen oder Sprunggrößen wie diese hier geht. Okay, ja, das ist erstmal nicht machbar, das ist gut zu sehen, wobei. Nee, ich denke nicht, dass wir hier... Ach, was weiß ich denn eigentlich schon, ne? Ich kenne das Spiel ja gar nicht wirklich. Hier, dachte hier, ich weiß ein bisschen was, aber gar nichts weiß ich hier. Achtung! Hier darf nicht passiert werden. Und wir latschen trotzdem hier über den Balken drüber. Lol. Es speichert wieder. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oh, Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Wo sind wir hier? Was ist mit der Kohle, Mutter? Wer hat das Koks bestellt? Ja, hier gibt es man... Oh, oh. Ja. Ja, das hast du gut erkannt, dass das mit bloßen Händen nicht geht und gut gehört, dass hier einer gekeucht und gestöhnt hat. Das hat mich ehrlich stark beunruhigt. Ja, nehmen wir dann anderen Weg. Hier ist Blut. Blut. Ist erstmal nicht gut. Mich beschleicht ein Gefühl, dass das Mistvieh uns hier unten auflauern wird. Ich hoffe nicht, dass sich meine Befürchtung bewahrheitet. Oh Mann, Gott sei Dank ist das hier nur wieder so eine Sequenz gewesen, wo man hier rangezogen wird. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Kriechen... Kriechen geht hier nicht. Also weiter reinkriechen. Ich denke das auch gut so. Ob wir hier am richtigen Pfad sind oder doch wohl am nicht so empfehlenswerten, freudigen Pfad. Hier latschen wir hin, kommen auch nicht rein und werden deswegen wieder an einer Weggabelung die Nerven wegschmeißen und... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich? Was tut sich hier? Was mache ich dort? Kohle? Was ist das? Rostiger Oh, hier ein rostiger Schlüssel. Ein alter rostiger Schlüssel und ein riesengroßer Nagel. Ja, schade, dass wir den hier nicht mitnehmen können. Zumindest... Ich hier vor dem Monitor würde mich doch ein bisschen sicherer damit fühlen. Wozu dient der Schlüssel? Mach ich mir heute noch in die Hosen oder erst morgen? Lauert mir das Vieh jetzt auf oder erst später? Ich brauche einen Schlüssel, aber für wo? Für einen Heizungskeller. Ich verzweifle hier panisch. Nie, nicht wirklich. Wo geht es denn hier jetzt lang? Brauchen wir hier einen Schlüssel? Ich habe das wieder vergessen. Ich kann mir nicht helfen. Das Spiel ist dann dermaßen anspannend und anstrengend für mich, dass ich gar nicht weiß, wo bin ich jetzt gewesen und wo muss ich eigentlich hin. So. Gut, in aller Ruhe, ohne Druck, ohne Panik.
hier sind wir hingegangen. Von hier sind wir gekommen. Ja, und das ist auch gut so, ne? Oh, nee. Da drüben, ja, ja. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Hier langgelaufen, nee, oder doch nicht dort, aber da. Wow, wow. Oh, das ist dann doch zu sehr und zu viel gehetzt gewesen. Beziehungsweise, ich war mir dann doch zu sicher. Hola, Rio. Und hier ist die Waldfee drüber gesprungen. Mir laufe jetzt aber nicht hier drüber einfach so blind, ja. Sondern... Ja, nie doch. Komm mal, hurtig hier, hurtig. Ja. Bewegung, komm, komm, komm. Ja, aufgesperrt. Ja. Rein in die gute Stube, ich weiß es nicht. Eine Schaufel. Eine Säge. Ach ja. Eine Säge könnte nützlich sein. Sie wird nützlich sein. Allerdings im Zuge und Schweiße des Angesichts, das auf mich zuzukommen droht. Ja. Ja. Als hätte ich das hier... Mann, du. Mann. Ey. Ey, nee, du. Weißt du, ich sag das auch gerade noch hier. Und dann kommt das Mistvieh hier rausgesprungen wieder. Du kannst mich hier wirklich... Du kannst mich hier auf dem... Weiß nicht, wo nehmen. Mann, Mann, Mann. Gut, das scheint auf jeden Fall jetzt so zu sein, dass der immer hier, oder zumindest dort an derselben Stelle hier raus, rauf, rüberkommt. Wow! Ist das ein hässliches Vieh? Wow, das ist ja mal ein richtig hässliches Vieh. Wow. Und ich war mir nicht sicher, bin aber ehrlich froh gewesen, dass man hier die Türen abschließen kann. Wirklich. Und ich latsche jetzt hier auch einfach so darüber. Hier irgendwo, wo auch Licht ist, ist mir jetzt wirklich egal. Wow. Ja. Oh Mann, oh Mann. So, hier Bretter durchgesägt, ne? Denke ich hier so. Ja. Ja, nun, hier, ne? Neuen Gebiet. Irgendwo hier reingelatscht und ich denke mal, wir werden auch irgendwas bekommen, um hier die anderen Bretter oder irgendwas anderes, das uns vorhin auch, denke ich, noch den Weg versperrt hat, wegzubekommen. Oder es führt uns auch in ein ganz neues Gebiet. Ich weiß es nicht, ich verliere hier den Verstand im Spiel. Ja, Schienen entlanglaufen. So viel bekomme ich jetzt noch hin. Wieder ein Brett. Vorsichtige hier Drahtseilaktwanderung. Ich trete hier im Zirkus auf demnächst. Oh Mann, oh Mann. Schnell oder langsam, ne? Ach so, da landen wir unten hier unten dran, nehme ich mal an. Geht ja gar nicht, dass wir hier oben, ne? Das geht ja gar nicht, denke ich. Weiß man nicht. Müsste man ausprobieren.
Habe ich aber nicht. Haha. Nee, ich denke mal, das ist nicht möglich. So, wir gucken uns hier oben um und hier scheint doch auch wieder ein bisschen mehr zu sein, dass man erkunden soll, muss, kann, möchte. Was habe ich hier gerade aufgenommen? Ich weiß nicht, welche Art von Geheimnis das jetzt gewesen ist. Mein Klickfänger war doch ein bisschen schneller unterwegs als mein Hirn. Ja, chronische Angewohnheit, Spitzhacke. Oh, 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 oh. Oh, ho, 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 ho. Ja, ha, 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 ha. No. Wenn ich hier das Mistvieh nur auch damit bekämpfen könnte. Oh ja, aber ich denke mal, wir sollten vielleicht, oder ich sollte vielleicht nicht zu viel über dieses Mistvieh meckern. Es kommt mich sonst ohnehin holen. So, mit der Spitzhacke im Gepäck latschen wir, laufen wir, wir laufen, wir hetzen, wir... Ich weiß es nicht. Wir atmen uns den letzten Sauerstoff aus den Lungen, nur um dorthin zu kommen. War das hier, war das dort? Ich denke mal dort. Nee, oder? Dort? Nee. Oder doch? Oh nee. Ach so, nee, vorne, ne? Wobei, mit welcher? Ja gut, vielleicht doch. Ich dachte mir gerade, mit welcher Spitzhacke räumt man... Oh, 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 oh. Wow. Komm, komm, komm. Ein bisschen zackiger hier. Oh, ich weiß nicht, ob das nochmal gut gegangen ist. Oder... Ja, nee, wir gucken uns das jetzt an, ob hier alles zugeschüttet wurde. Hier wurde nichts zugeschüttet, aber das ist ein guter Schockeffekt gewesen. Ja, auf jeden Fall, mit welcher Spitzhacke macht man hier einen Steinehaufen weg? Eigentlich mehr mit einer Schaufel. Aber wenn das hier so... Genau, ineinander festgefahren ist, geht das ohne Spitzhacke nicht. Muss man hier zertrümmern. Oh, eine neue Buchseite. Ja. Dem ist es auch nicht anders gegangen als uns. Oh. Oh. Wozu ist dieser Schlüssel gut? Ach so, wir haben das Boot, wir haben den Traktor. Wozu könnte dieser Schlüssel passen? Hier drin in der Mine ist ja nichts mehr, denke ich. Ich denke mal, wir gucken zur Sicherheit nochmal rüber. Und hoffe erstmal, dass uns hier kein Vieh verfolgen wird. Ja, ist aber hier schon ordentlich staubig jetzt hier drin. So, was ist hier hinten? Nee, da gehen die Schienen nicht mehr weiter, ne?
Ja, das ist das gewesen. Da kommen wir hier nicht drüber. Von dort hinten, jetzt links, haben wir hier den ersten Schlüssel bekommen. Ja, eigentlich bedeutet das, dass wir hier wieder raus müssen. Ich guck hier nochmal rein. Wobei, von da sind wir jetzt gekommen vorhin, oder? Achso, ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja. Oh, Mann. Orientierung verloren. Ja. Nerven weggeschmissen, Orientierung verloren, überhaupt kein Plan mehr. Willkommen bei Die Axt im Walde. Wir speichern. Und wären fast hier runter gestolpert. Dort geht's auch nicht rüber, das wissen wir. Und hier dort, wo uns das Vieh vorhin begegnet ist, glaube ich, befindet sich jetzt auch nichts mehr, wozu man einen Schlüssel benötigt, ne? Wow! Mann! Hier springt mir vor das Gesicht. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Mann, hat mich die ja erschrocken. Wirklich hier. Ob wir hier nicht in diese Richtung eventuell müssten? Nee, doch. Oder? Ja, ich denke mal, das wird jetzt erstmal so ein paar Mal passieren, bis ich hier rausgefunden habe, wie man sich am besten dort bewegt, um von dem Vieh nicht gefangen zu werden. Gute Nacht, Frau Holle. Das wird jetzt wieder so ein Mörderspaß hier. Na, kommt auf jeden Fall definitiv von irgendwo dort drüben. Und scheint auch dort zu bleiben. Vom Spawnpunkt her meine ich, ne? Scheint er hier dort zu bleiben. Und sich nicht zu verändern. Das heißt, wir können ihm hier hinweg teufeln. Es ist nach wie vor, finde ich, ist das schon eine ziemliche Anspannung. Ja, wenn das Vieh hier auftaucht, weiß ich nicht wirklich, wie ich hier am besten vorgehen soll. Ich denke mal, wir sind dem Mistvieh wieder erfolgreich entkommen. Wo bin ich jetzt hier? Ach, hier bin ich nochmal, genau. Oh, wow, wow. Wow, okay. Ach so, ja, einmal springen und hier kommt dann. Wozu ist der Schlüssel?
Ja, komisch, ne? Jetzt sind wir an und für sich an der gleichen Stelle wie hier in Teil 1 bei einem Let's Play. Und ich sag mal wirklich, ich habe hier jetzt erstmal wieder genug. Und möchte mich wirklich herzlich verabschieden für diese wunderbar anspannende, aufregende und bewegende Episode. Teil Nummer 2 von Die Axt spielt The Land of Pain. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.